Das ist Benjamin. Er ist auf dem Weg zum Klinikum Dortmund, um dort das erste Mal Blut zu spenden. So wie der Student spenden rund 350 Menschen in der Woche ihr Blut. Auf jeden Fall eine neue Situation für mich. Ich war ja noch nie im Blutspenden. Ich weiß nicht ganz genau, was auf mich zukommen wird. Aber ich hatte noch nie Angst vor Spritzen. Ich kann auch Blut sehen. Von daher bin ich da eigentlich guter Dinge. Bevor er sein Blut spenden darf, muss er sich anmelden. Bereits an der Information wird er von einer Arzthelferin über die möglichen Risiken aufgeklärt. Danach bekommt er einen Fragebogen ausgehändigt. Danke. Der Blutabnahme steht nun nichts mehr im Wege. Ja. Die Blutabnahme dauert zwischen 8 und 12 Minuten. Insgesamt spendet Benjamin einen halben Liter. Doch was passiert danach eigentlich mit dem Blut? Das erklärt die Leiterin der Blutspende Dortmund, Susanne Socher. Wenn die Blutspende abgenommen ist, der halbe Liter, der Beutel voll ist, dann wird die Konserve abgeschlossen. Das heißt, alle Daten des Spenders werden nochmal in der EDV dokumentiert, wie der Blutdruck war, wie lange die Spende gedauert hat. Und danach wird das Blut in die Weiterverarbeitung. Im Labor wird das Blut auf Krankheiten hin untersucht und die Blutgruppe bestimmt. Danach wird das Blut von Benjamin in die verschiedenen Bestandteile aufgetrennt. Insgesamt wird das Blut 18 Minuten lang in der Zentrifuge geschleudert, so dass sich die leichten von den schweren Bestandteilen trennen. Die roten Zellen sinken und das Plasma bleibt oben. Nach dem Zentrifugieren kommt das Plasma mit Hilfe einer Presse in einen separaten Beutel. Damit bleiben die roten Zellen übrig. Um diese noch von den weißen Blutkörperchen zu trennen, wird der Beutel aufgehängt. Somit fließt das Blut durch einen Filter, der die weißen Blutkörperchen auffängt. Die roten Zellen werden dann kühl gelagert. Innerhalb von 4 Wochen können sie zum Beispiel an Patienten mit hohem Blutverlust rausgegeben werden. Das übrig gebliebene Plasma hingegen wird für Patienten mit großflächigen Verbrennungen benötigt. Benjamin ist jetzt mit seiner Blutspende fertig. Es war sehr angenehm eigentlich. Ich hatte keine Schmerzen, kein Unwohlsein. Ich habe mich eigentlich dabei sehr gut gefühlt. Benjamin wird heute bestimmt nicht zum letzten Mal da gewesen sein. Gerne. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.